Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir haben jetzt endlich in der letzten Folge den Richter gefunden und wollen jetzt für ihn ein paar Quests machen und müssen für ihn auch noch den einen Hammer klauen. Und ich habe schon eine Idee, wie wir das machen sollen. Also Innos Hammer müssen wir klauen. Es gibt ja irgendwo hier jemanden, der kann Schlafzauber verkaufen. Und die würde ich gerne mal holen. Ich glaube, wir müssen runter zu Ignaz. Kann das sein? Hier sind wir auf jeden Fall schon mal falsch. So. Ich würde mal in die Richtung gehen. So. Hi, Karl. So, der hat doch hoffentlich Schlafzauber, oder? Ignaz. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, vergessen. Feuerpfeil, Eispfeil, Feuerball, Verwandlung Lurker, Riesenratte, Feldräuber, Feuerwaran, Licht. Verwandlung Waran, Snapper, Schaf, Schattenläufer, Scavenger, Warg, Wolf. Okay, aber kann ich ihm. Ich kann ihm so wenigstens dann die Dinger hier verkaufen. So, dann habe ich doch bestimmt noch irgendwas anderes, was ich nicht brauche. So, großen Feuerball zum Beispiel brauche ich ja nicht. Schwerwunden heilen doch, mittlere Wunden heilen, großer Feuersturm, Skelett erschaffen, Verwandlung Wolf brauche ich auch nicht. Die Botschaft für Saturas. Hier, schwerer Goldteller. Auf dem Teller sind die Namen Ona und Maria eingraviert. Ona und Maria. Onas Hof. Den muss ich dann abgeben, würde ich sagen. Dann würde ich damit vielleicht mal zu Ona gehen und ihm das überreichen. Ja, schrecklich. So, hier einfach nur Bürger. Er sollte lieber den Mund halten. So, die hat doch bestimmt eine Fischsuppe wieder für mich, oder? Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Jo, danke schön. Haben wir wieder eine Suppe. Eine Fischsuppe. Mit Fisch müssen wir öfters mal dahin gehen. Warte mal, Halvor. Weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Das war doch klar. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Ich habe da meine eigene Meinung. Dann lass mal dein Angebot hören. Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fische. Oh! Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner, hä? Glaubst du wirklich daran? Ach ja, was für Waren sollen das sein? Ach ja? Was für Ware soll das sein? Nun, ich kann dir ganz besondere Fische anbieten. Nicht nur gewöhnliche zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? Du hast es erfasst. Oh. Ich habe einige solcher Fische. Okay, einverstanden. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Mich brauchst du das. Stinkender Zettel gegeben. Zeig mir deine Fische. Zeig mir deine Fische. Das hat er wirklich nicht verdient. So, irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. Den nehmen wir. Ich wäre mir da nicht. Den nehmen wir. Den nehmen wir und den nehmen wir. Meine Meinung kennst du. Von mir erfährt keiner was. Jetzt will ich mir die Fische ansehen. Wir können nur abwarten. So, da oben sind sie. Man erzählt sich ja so, ich hab was anderes gehört. Drei, die sich erhalten. Wir können nur einen Ring erhalten.
50 Gold erhalten, okay. Und Erzbrocken halt. Oh, nice. Warte mal, was für einen Ring habe ich hier bekommen? Schutz vor Feuer? Ja, egal. Aber warte mal. Ich glaube, er hat was mit der Diebesgilde zu tun gehabt. Wenn er hat dann hier Dingens was Neues für uns dann? Wenn er mit der Dieb, also wenn der so ist, dann hat Nago bestimmt gut gelaufen. Aber über meine Auftraggeber spreche ich nichts. Also bleib ruhig. Okay, schade. Hier ist nichts Neues. Cardiff? Warte mal. Hey du, komm mal rüber. Ich hab da was für dich. Ah, okay. Ich war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst, aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen, aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Alles gut. Ernsthaft? Das war das, was gefehlt hatte, um Attila freizuschalten? Ich hab gedacht, der wäre bei mir jetzt so verbuggt, dass ich den gar nicht mehr finde. Ich hätte das anders gemacht. Okay, der, wenn er hier hinter ist. Wo ist denn der? Attila. Hey. Ah, endlich. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du und was willst du von mir? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, was du getan hast. Du hast dich loyal verhalten, auch wenn dir das jetzt nicht bewusst ist. Durch deine Loyalität sind einige Gönner auf dich aufmerksam geworden. Und sie bieten dir eine Chance. Also nutze sie. Hey, sag mir doch einfach, warum du hier bist. Ich habe ein Geschenk für dich. Alles Weitere liegt an dir, Fremder. Frost hat das Schlüssel. Endlich geht's dann... Okay, also wir können jetzt endlich zur Diebesgilde. Ich habe wirklich gegoogelt gehabt, was mit dem sein könnte. Warum ich den nicht bekommen hatte. Ich hatte auch längst gedacht, mit Halvor hätten wir da irgendwie schon längst eine Quest erledigt gehabt oder sowas. Echt jetzt, ich habe Ewigkeiten gedacht gehabt, so es sei verbuggt. Dann haben wir das jetzt endlich mal. Okay, das heißt, das können wir doch endlich mal mitnehmen. So, da war jetzt auch gerade kurz vorbei. Ja! Rostige Axt? Ist hier sonst noch was? Okay, das ist also jetzt die Kanalisation. Nein, das hier. Okay, drei Ratten. Sind aber Erfahrungspunkte. Den hier machen wir mal weg. Und machen uns mal eine Fackel an. So, hier sind jede Menge Pfeile und... Und wo kommen die denn? Keine Ahnung, woher die kamen, aber man hat die schon ein bisschen gehört. So, rostige Axt. Ein Trank. Rostiges Schwert. Noch ein Trank. Gibt es hier noch mehr? Warte, da war noch was. Ne, das waren nur die Riesenratten. Und noch eine Truhe. Was? Karagons, okay, den müssen wir auch noch Karagon zurückbringen. Hier noch ein Trank. Ich klaue jetzt die Diebesgilde.
Belia-Statue. Und die haben hier eine Belia-Statue einfach mal. Unter der Stadt. Noch ein rostiges Schwert. Und da auch. Okay, das sieht sehr krass aus. Da höre ich schon Stimmen. Ich gehe aber erstmal da lang, weil will ich hier jetzt erstmal alles erkunden. Und zusehen, dass ich vielleicht noch Sachen finde. Okay, hier geht's nur im Kreis. So, was gibt's denn da vorne? Die Tür wollen wir gleich betreten. Ach ne, die Stimmen sind oben. Hier ist ja noch eine Tür. Okay, warte. Erste Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Da vorne war ja noch eine. Okay, die kann man gar nicht aufmachen. Dann gehen wir ganz normal weiter. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Deshalb bin ich hier. Also, was wollt ihr von mir? Willst du wohl wissen, was? Immer ruhig bleiben. Geh mal zu Cassia, wirst schon erwartet. Okay. Wahrscheinlich da rein, oder? Ach so, hier, Cassia. Hey, du. Wie ich sehe, hast du unser Geschenk bekommen. Ich bin Cassia. Okay, Cassia. Dann erzähl mir mal, warum ich hier bin. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du das Vertrauen einiger Freunde gewonnen hast. Und wir wollen dir eine Chance bieten. Du kannst uns beitreten. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Okay, und erzähl mir mal mehr von euch. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Okay, was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Nein, du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Okay, was sind eure Regeln? Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Wie muss ich mich beweisen? Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Okay, was kann ich bei euch lernen? Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Und wenn ich euch nicht beitrete? Und wenn ich euch nicht beitrete? Du verpasst eine einmalige Chance. Aber du kannst gehen. Und lass dir nicht einfallen, uns zu verraten. Du würdest es bitter bereuen. Ich muss mir das überlegen. Na komm, wir sind dabei. Okay. Liebesgilde, hallo? Du hast klug entschieden.
Wenn du dich beweisen kannst, werden wir dich in unsere Reihen aufnehmen. Es steht dir natürlich frei, schon jetzt die Fertigkeiten der Diebe zu lernen. Du wirst sie brauchen. Okay, wie muss ich mich beweisen? Wie muss ich mich beweisen? Dieser störrische alte Alchemist, Constantino, besitzt einen schönen Ring. Aber er braucht ihn gar nicht. Ich will, dass er meine Hand ziert. Okay, kannst du mich unterrichten? Kannst du mich unterrichten? Klar, kein Problem. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. So, Taschendieb 10. Ungeschickter, okay, nee. Was gibt's denn hier noch? Hier geht's sogar nach oben. Hier ist Jasper. Wo geht's denn hier hoch? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, wofür? Ich will jetzt wissen, wo das hinführt. Ich will jetzt hier so viel. Komme gerade irgendwie nicht dazu, vernünftig Wörter irgendwie auszusprechen. Tut mir leid. So. Wer ist denn das? Ramirez? Du bist also dabei. Gut, dann viel Erfolg und immer schön vorsichtig sein. Ach, und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb, nicht mehr und nicht weniger. Okay, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir nichts beibringen. Du weißt schon alles über Schlösser knacken. Du musst nur noch geschickter werden. Okay, also er kann mir nichts mehr beibringen. Warte mal. Dann können wir hier auch das mit Bospas Bogen lösen, ne? Ich speichere einmal. Komm, auf die 1. Ah, komm. Ja. Okay, 50 Goldstücke. Hat er mich jetzt gesehen oder wie? Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du steckst unser Gold ein, du versuchst uns zu beklauen? Jetzt reg dich mal nicht wegen der paar Münzen auf. Ich meine, das bisschen Zeug hier ist eure gesamte Beute? Das ist alles, was die Diebesgilde von Korinnes zu bieten hat? Wer sagt denn, dass unsere Beute hier unten lagert? Hätte mich auch sehr gewundert. Also, wo habt ihr eure Schätze versteckt? An einem sehr sicheren Ort. Verstehe. Okay, du kannst das Gold behalten. Aber ich behalte dich im Auge. Also, treib es nicht zu weit. Okay, wenn ich jetzt die Fackel mal wegmache. So, Silberkelch und nochmal 100 Gold. Also 150 habe ich jetzt insgesamt verdient. Hat er das jetzt gesehen oder hat er das nicht gesehen? War nicht hier noch eine Truhe? Auf der Seite irgendwo? Ne, da vorne wartet, ne? Aber er guckt zumindest nicht in diese Richtung. Da ist die Truhe. Pfeile und noch Bolzen und Gold, okay. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, wo Bospas Bogen ist. Warte, jetzt sehe ich nichts. Hier sind Betten.
Ich speichere hier mal auf der 2. Ja. Ein großer Feuerball, leichte Wunden heilen, Feuerball und nochmal Gold. Der hat nichts zu sagen. Hey, du. Ich will geschickter werden. Ich will geschickter werden. Okay, kostet auch sehr viel Dings. Jetzt ist nur Karagons Silber. Kann ich ihm das wieder zurückbringen? Gibt hier noch mehr? Ich würde gern wissen, wo die das ganze Zeug hier gesammelt haben. Und Karagon muss ich das auch noch alles wieder zurückbringen. Jetzt will ich aber auch wissen, wie ich hier wieder rauskomme. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie. Ich glaube, da drin ist er versteckt. Hier komme ich nicht raus. Komme ich hier jetzt wieder raus? Hier vielleicht rechts? Und dann hier lang? Gehe ich mal von aus. Sieht auf jeden Fall danach aus. Ja, und dann glaube ich hier jetzt links. Ja, da ist eine Tür. Ja, hier geht's raus. Und da liegt auch noch was. So, okay, dann. Dann hier entlang. Ich wünschte, ich könnte schneller schwimmen und schneller laufen, aber ich schaue mal, ob ich Karagon zumindest sein Silber wiedergeben kann. So, was passt Bogen? Okay, bisher noch nichts Neues. Also nichts aktualisiert. Was sagt jetzt Nagur? Wenn er da. Der Job ist gut gelaufen, aber über meine Ab. Okay, der sagt nichts Neues. Aber ich würde das Silber hier mal Karagon zurückbringen wollen. So, wo war er nochmal? Eigentlich hier direkt irgendwo. Ich glaube, die Bude da vorne war das. Ja, hier, das wird es. Paragon. Ich hab dein Silber. Ich hab dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Okay, zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, der hat sonst nichts Besonderes. Silberner Ring. Ne, okay. Aber warte, ich hätte ihn jetzt. Ich hätte ihn jetzt das andere Zeug von mir hier verkaufen können. So den Silberkelch. Den brauche ich noch. Hier, Flammenschutzring. Kann er haben. So, da ist das Bier. Lebensenergiebonus, 3 Mana-Bonus, Karagon-Spezialbier. Schwarzes Erz. Aber hier, das darfst du haben. Die darfst du auch haben. Und den Bogen darfst du haben. So. Aber dann würde ich jetzt auch einmal zu Dings gehen wollen, weil, nachdem wir einmal geschlafen hatten. Ja, Konstantino machen wir andermal. Erstmal irgendwie Taschendiebstahl lernen.
So. Und zu Onas Hof. Zum Großbauern. Will ich einmal. So, der kann wieder weg. Wir haben ja von Ona und Maria so eine Schale. Deswegen würde ich die einmal abgeben wollen. Vielleicht kriegen wir auch noch Erfahrungspunkte dafür. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. So, wer ist denn das eigentlich? Vasili. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Vor ein paar Nächten schlich hier einer der Söldner durchs Haus. Er hatte sich einen schwarzen Kapuzenmantel angezogen, damit ich ihn nicht sehe. Aber ich habe ihn in die Flucht geschlagen. Okay. Eine Menge Krempel gibt es hier. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Oh, ich habe hier eine alte Münze. Ich habe hier eine alte Münze. Zeig mal her. Oh ja, die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Nix da. Ich bin doch nicht bescheuert. Verschwinde. Alte Münze. Warte mal, kann ich noch mal? Ich habe hier eine alte Münze. Ich habe hier eine alte Münze. Du Hund weißt, was ich dafür zu zahlen bereit bin. Eine Goldmünze, nicht mehr. So, nee, ich will immer noch zwei. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Ah, verdammt, na gut. Jo, es Goldmünzen klappt. Zwei Münzen für jede alte Münze, die du mir bringen kannst. Das ist mein letztes Wort. Wenn das so ist, können es auch drei sein. Wenn das so ist, können es auch drei sein. Geh zum Teufel, du Dreckskerl. Okay. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Nein, hat schon wer versucht, was zu stehlen? Verdammt. Vor ein paar Nächten schlich hier einer der Söldner durchs Haus. Er hatte sich einen schwarzen Kapuzenmantel angezogen, damit ich ihn nicht sehe. Aber ich habe ihn in die Flucht geschlagen. Okay, also das mit Münzen kriege ich jetzt nicht mehr hin, oder wie? Wo sind jetzt eigentlich Ona hin? Ist er oben? Ich wollte ihm seine Schale da geben. Oder hier, Maria? Markt? Hey. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ich habe gehört, dass es im Minental Drachen geben soll. Kaum zu glauben. Hm? Okay, dann nichts Neues. Hier, Maria, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich habe hier einen goldenen Teller. Ist das deiner? Ich habe hier einen goldenen Teller. Ist das deiner? Ja, das ist er. Tausend Dank. So, wie sieht's mit meiner Belohnung aus? Wie sieht's mit meiner Belohnung aus? Du arbeitest doch für meinen Mann als Söldner, richtig? Richtig. Wie viel zahlt mein Mann dir? Das ist zu wenig. Geh zu ihm und sag ihm, er soll dir mehr zahlen. Und du denkst, das wird er tun? Er weiß, was passiert, wenn er es nicht tut. Glaub mir. Okay, ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Vasili hat vor ein paar Nächten einen Dieb verjagt. Sonst war alles ruhig. Erzähl mir über Ona. Er ist ein guter Mann. Etwas brummig und sehr ungeduldig. Aber jeder hat seine Fehler. Ich habe meinem Mann gesagt, warum lässt du dich von den Soldaten aus der Stadt so unterbuttern? Tu was, habe ich gesagt. Daraufhin hat er die Söldner angeheuert. Jetzt komme ich mir hier vor wie im Krieg. Aber schließlich ist ja auch Krieg, nicht? Okay, ich wollte mich hier mal umsehen. Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind, hat man hier im Haus keine Ruhe mehr.
Dauernd kommt einer reingestiefelt. Stören dich die Söldner? Stören dich die Söldner? Naja, ich will ja nichts gesagt haben. Seit ihr hier seid, ist es sehr viel sicherer geworden. Damals, als wir noch auf uns allein gestellt waren, kamen regelmäßig die Milizen aus der Stadt und haben uns ausgeplündert. Ein Großteil der Ernte haben sie weggeschleppt und auch einige Schafe haben sie mitgenommen. Getan haben sie dafür nichts. Ein paar von den Mistkerlen haben uns sogar bestohlen. Okay, das war's dann. Okay, Ona ist gerade runtergegangen, dann holen wir uns unser Sold von ihm ab. So, ja, komm, hier, rein. So. Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf. Zahl mir meinen Sold aus. Zahl mir meinen Sold aus. Ich bezahle Söldner, keine Drachenjäger. Maria hat gesagt, ich verdiene zu wenig. Maria hat gesagt, ich verdiene zu wenig. Was? Sie meinte, du solltest mich besser bezahlen. Die Frau muss sich auch überall einmischen. Hat sie gesagt, wie viel? Nein. Gut. Mit dem nächsten Sold wirst du 10 Goldstücke mehr bekommen als bisher. Aber kein Goldstück mehr, klar? So, jetzt zahl's mir aus? Zahl mir meinen Sold aus. Ich bezahle Söldner, keine Drachenjäger. Alter. Was soll denn das? Ja, egal. Dann, machen wir hier halt in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.